Demonstrationen, Veranstaltungen, Gespräche mit Politikerinnen der Regierungskoalition im Römer, um das Sterben von Menschen auf dem Mittelmeer oder das Zurückführen in Folterlager und Kriegsgebiete zu stoppen. Gerade sprechen ist mit der Open Arms, also auch mit der Ocean Viking. Es sind zwei Rettungsschiffe blockiert mit Flüchtlingen an Bord und wir wollen Frankfurt einfach auffordern, endlich sich zur sicheren Hafenstadt zu erklären, dass sie dieses elende Tau ziehen, um mehr Aufnahme von Flüchtlingen auf der europäischen Ebene, auf der kommunalen Ebene endlich eine Lösung findet. Die Seenotretterinnen werden kriminalisiert. Das Sterben und Leiden geht weiter. Die EU schottet sich ab gegen die Menschen, die um ihr Überleben kämpfen. Freier Verkehr gilt nur für Waren, nicht für Menschen. Ich hoffe auch, dass wir damit zeigen können, dass es eben Unterstützung gibt für eine menschenwürdige Asylpolitik. Deswegen stehe ich persönlich hier. Andere Leute werden da andere Hintergründe haben. Und das finde ich eben das Schöne auch an dieser Bewegung. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr breit und sie schafft es eben, unterschiedliche Bewegungen und unterschiedliche Menschen zu vereinen. In ein großes Zeichen für Menschlichkeit und für menschenwürdige Politik. Wir fordern die Aufnahme der Geretteten in Frankfurt, in Hessen und deutschlandweit. Wir fordern sichere Fluchtwege, menschenwürdige Aufnahme, Bleibeperspektiven und Entkriminalisierung der Seenotretterinnen. Frankfurt einfach auffordern, endlich sich zur sicheren Hafenstadt zu erklären. Frankfurt kann und soll sich zur sicheren Hafenstadt erklären. Und Frankfurt zum sicheren Hafen zu machen.